ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Phoenix. Wir haben Großes vor, okay? Wir haben große Pläne. Und zwar, ich habe ein bisschen Eisen gemacht und ich habe jetzt, genau, ich habe noch relativ viel Kohle, braten hier ein bisschen Fleisch. Ich habe meine Schalkerbox zurück, was gut ist. So, was machen wir denn jetzt? Ich baue heute, genau, wir haben Quests. ganz kurz. Wir machen die Miner-Quest wahrscheinlich. Wir haben, was müssen wir dafür machen? Kohle abbauen. Genau, wir müssen die Holzfäller-Quest machen. Wir... Ansonsten? Genau. Es gab ein paar Quests, die haben funktioniert, indem man... Ich habe ein bisschen getestet. Indem man einfach die Sachen aus einer Box oder aus irgendwas rausgenommen hat. Warte, jetzt geht die Kohle? Ich bin mir nicht sicher, das ist manchmal sagt er incomplete, manchmal sagt er complete. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert, manchmal läuft es, manchmal nicht. Was ich gesagt habe, manchmal hat es geholfen, die Sachen aus der Kiste rauszunehmen oder aus dem Ofen oder irgendwas. Ich weiß es jetzt nicht genau. Wir wollen auf jeden Fall dieses Book of Skills haben, weil wir dann die Quests machen können. Ich glaube, dafür braucht man nur ein bisschen Leder, Gold, das sollte auf jeden Fall sein, ein bisschen Papier. Das heißt, das sollte eigentlich gehen. Wir haben hier ein bisschen Holz abgesammelt. Ich will ja dieses Baumhaus bauen, ja? Und das ist alles, was ihr hier seht, die ganzen Blätter und das ganze Holz, das ist alles von diesen Regenbogenbäumen, ja? Ich habe diese Regenbogenbäume gefarbt, wie so eine Blöde. Und, habe da fleißig mitgearbeitet, weil wir wollen ja später ein Baumhaus und ich brauche ja Verbindungsmaterial und ich will dann so vier Bäume in einem Viereck halt aufstellen, hoch mit Bone Meal machen und dann den Rest mit Verbindungssachen bauen. Und ich habe hier diese coole Mine direkt nebenan entdeckt. Ich habe eine Spitzhacke, ich habe ein Schwert. Hier schießt schon wieder irgend so ein Skelett auf mich. Danke dafür. Ne, zwei. Zwei Skelette schießen auf mich. Sie haben sich jetzt in so einer Art Formation aufgestellt. Das ist ja witzig. Hahaha. Ich mache euch kaputt. Erster Date. Ja, aber da kriegen wir auch schon mal unser Bone Meal. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man das bekommt. Wir können nicht ewig hier im Aschehaus leben, ja? Irgendwann muss die Baumhausgeschichte auch laufen. Dann futter ich hier Kartoffeln und dann ist das alles gut. Krieger. Wir müssen Zombies töten. 30. Fische fangen, ansonsten magisch. Wir müssen relativ viel machen. Blende ein Fanart mit Online-Picture-Frames ein. Okay, okay. Finde vier schwarze... Okay, Blumen. Diese Blumen, die dir Schaden machen, wenn du draufläufst. Okay, ich esse aber was und dann mache ich mich auf in die Höhle hier. In die Mine, Höhle, I don't know. Ich will ein bisschen erkunden. Ich habe, ehrlich gesagt, noch nicht so viel Armor-Kram. Ich würde mir gerne ein bisschen Rüstung craften können. Ich würde einfach gerne gucken, was es so gibt. Ich würde auch Flo und Tops gerne mal ein Geschenk zurückgeben, weil die waren ja beide sehr freundlich und haben mir da was geschickt. Das heißt, da muss man sich ja auch irgendwo revanchieren. Deswegen, vielleicht finden wir ja was Schönes. Jetzt nicht unbedingt Kohle, aber ihr wisst schon. Irgendwas gibt es bestimmt da unten. Wartet. Mann, und wartet ein Creeper auf mich. Okay, taktisches Geschick ist gefragt. So, dich habe ich. Oh mein Gott, ich bin so... Okay, nein, das ist in Ordnung. Das haben wir. Einfach weg hier. Ich glaube, da war noch irgendwas, aber... Scheinen wir nicht zu folgen. Das war noch ein Creeper, oder? Oh nein, das ist noch ein Skelett. Okay, das haben wir. Das haben wir. Irgendein Zombie macht noch Geräusche. Also ist hier... Wir hatten eh die Macht Zombies kaputt Quest. Das heißt, wir töten jetzt hier noch den Zombie in seiner kleinen... Oh, die zwei Zombies in ihren kleinen Lederrüstung mit ihrer Axt. Das ist ja süß. Und... ganz schade. Deswegen futter ich gleich auch wieder Kartoffeln. Yum, 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 yum. Und die gute Nachricht ist, wir kriegen auch Zombiefleisch davon. Noch habe ich zwar keinen Villager gefunden, der das gerne haben möchte, aber vielleicht finden wir einen. Und Eisen können wir auch mitnehmen. Kohle habe ich mittlerweile so viele, dass ich Kohle jetzt nicht unbedingt jedes Mal abbauen würde, wenn ich sehe. Noch ein Zombie, der aus dem Nichts kam. Aus der Dunkelheit. was ich sagen wollte, dieser Rival ist, dass ich Kohle nicht unbedingt immer abbauen würde, aber Zombie. Aber Zombies schon. Klar, die Zombies. Lass uns nicht die Zombies vergessen abzubauen. Nein, aber Eisen schon. Und wenn es halt so ist wie hier, dann wird es auch okay. Aber nicht, dass sie sagt, oh nee, da war noch Kohle. Ich weiß. Okay. Sticks.
Gold. Gold! Gold! Ey, wir haben Gold gefunden! Oh, warte, war da noch mehr Gold? Warte, warte, warte. Ist das eine Kristallhöhle? Da unten ist noch ein Zombie. Seht ihr die Kristalle? Wow, das sieht voll schön aus. Das sieht voll cool aus. Violet Cave Crystal. Was können wir daraus machen? Quark. Was? Ich weiß auch nicht, was uns das hier sagen möchte, ehrlich gesagt. Ha, huh. Egal, ich nehme da ein bisschen was mit. Da war wohl ein Creeper. Ups, den habe ich voll nicht gesehen, den habe ich auch nicht gehört. Okay, nevermind. Wir haben einen Zombie. Er lädt. Oh, hier ist ein Baby-Zombie. Die Baby-Zombies, wie gesagt, die sind klein, aber gemein. Da hatte ich jetzt schon mehrmals Probleme mit. Aber der. Ah, oh, da war ich. Holy moly. Hier sind. Der hat eine Spitzhacke und ein Schwert. Oh, und die hat einen Helm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber guckt euch mal. Erstmal nochmal Gold. Zweitens, weil guckt euch mal diese wirklich coole Höhle an. Seht ihr das? Hier sind überall Kristalle. Hier sind überall diese. Ah, es sieht so schön aus. Holy shit. Hier sind Diamanten. Das ist Smaragde. Das sind. Das überall haben wir Kram. Warte, wir haben eine Eisenspitzhacke, oder? Oh, wir haben Redstone. Leute. Jackpot. Oh, holy. Okay, wir grasen jetzt erstmal diese ganze Höhle ab. Mir egal, wenn ich nichts anderes mache, diese Folge. Wir grasen diese Höhle ab, bis hier nichts mehr ist. Das sind Diamanten. Keine Ahnung, das ist meine dritte Folge Phoenix und wir haben die Diamanten gefunden. Und Smaragde, hier sind so viele. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst abbaue. Ich baue hier gerade sehr willkürlich einfach irgendwas. Oh mein Gott. Nice! Oh, ich bin voll froh gerade. Das ist so cool. Wart ihr schon mal in so einer Kristallhöhle? Die sind so schick. Ohne Witz, das sind Elemente, die brauche ich für mein Haus, ja? Die anderen haben vielleicht schicke große Häuser. Aber haben sie Diamanten? Haben die Kristalle, mit denen die ihre Häuser verzieren können? Die einfach mega cool aussehen. Okay, to be honest, die sehen ein bisschen aus wie Glas. Was gefärbt ist. Aber das ist. Das glitzert, oder? So ein bisschen? Ich meine. Da sage ich nicht nein zu. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Da bediene ich mich doch. Ein bisschen Kohle, komm. Wir wollen ja nicht diskriminiert wirken. So, hier Gold, Gold, Gold. Ich will auf jeden Fall das ganze Gold mitnehmen. Hier ist so viel Gold. An der Decke ist Gold, die ganze Wand ist voller Gold. Ich weiß gar nicht, ob ich alles abgebaut kriege hier. Aber ich bin dran. Okay, Diamanten wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Smaragde wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das Gold wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich gucke hier gerade nur ein bisschen, ob da noch mehr ist. Und den Redstone. Das heißt, Eisen kann ich auch noch gut gebrauchen. Davon habe ich nicht so viel. Und falls unsere Eisenspitzhacke den Geist aufgibt, sollten wir ja eine neue craften können. Plus hier scheint einfach immer mehr und immer mehr zu sein. Das heißt, wäre doof, das nicht mitzunehmen. Oh, ich komme nicht drüber hinweg. Es ist so cool. Okay, Redstone habe ich noch gar nichts. Ich bin ehrlich gesagt auch noch nicht so der Pro in Minecraft. Ich weiß nicht genau, was man alles mit Redstone so machen kann. Ich weiß, dass es da coole Schaltungssachen gibt und ich habe da so ein bisschen was gehört. Und du kannst auf jeden Fall Schalter damit machen und damit halt, ich glaube, es funktioniert so ein bisschen wie Elektrizität, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man da, also falls ihr da mehr Ahnung von habt, dann könnt ihr mir das in den Kommentaren sehr, sehr gerne erklären, weil ich absolut gar keinen Plan habe von Redstone. Es ist super praktisch, dass ich das einfach so in die Box schieben kann, merke ich gerade. Wusste ich das vorher? Vielleicht nicht. Ist mir das jetzt klar geworden? Ich habe irgendwie davor gedacht, ich muss die Box jedes Mal hinstellen. Aber scheinbar, das war eher aus Versehen gerade, aber scheinbar funktioniert's. So, ich habe hier ein bisschen schlecht eingesammelt, aber hier unten scheint nichts zu sein. So, da vorne waren noch Smaragde. Hier war erstmal nichts. Ich hole jetzt erstmal. Ich versuche es systematisch. Ja, wir fangen hier hinten an. Dann haben wir hier Eisen. Oh Gott, das geht immer weiter. Aber hier oben scheint nichts mehr zu sein, was groß von Wert ist. Aber ein Skelett. Oder was ist das? Oh doch, das ist ein Skelett. Das sah gerade echt komisch aus, wenn es diese zwei Waffen hält. Und wenn die auch noch so enchantete Waffen sind.
was ich natürlich total vorher wusste und gar nicht erst gesagt gekriegt habe von euch, dann, dann sehen sie ein bisschen anders aus. So. In dem Fall den Stein. Ich glaube, die Steine baue ich nicht alle ab. Das sind so viele. Ich denke mal, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil das einfach... Ich meine, guckt euch diese Höhle mal an. Da wäre ich bis morgen noch hier. Ich meine, wir machen zwar längere Folgen, aber wir machen keine 5 Stunden einfach straight up die Höhle durch. Da sind noch mehr Diamanten. Wir haben viele Diamanten und Eisen und Kohle und alles. Oh, die Kristallmine. Quest complete. Miner. Wir sind jetzt ein Miner, offiziell. Das ist doch schön. Ansonsten gucken wir mal kurz, was bringt uns das? Können wir da Rewards claimen? Was ist denn das nächste? Schmied. Wir brauchen einen Helm. Wir brauchen eine Chestplate. Wir brauchen Boots, Sword und so ein Shield. Rüste dich ordentlich aus. Das ist die Quest. Okay. Bin ich dran. Kein Problem. Ich würde sagen, ich rüste mich hier ordentlich aus. Mit allem, was man haben kann. Ist das nicht der Traum eines jeden? guck mal, wir haben schon 13 Diamanten. Ich weiß gar nicht, was man mit Diamanten alles machen kann. Ich habe immer nur gehört, oh, du kannst da Diamanten finden. Oh, du kannst da Diamanten finden. Diamanten sind selten. Ja, scheinbar sind Diamanten selten. Deswegen, und Gold habe ich auch nur gehört, dass man da Goldäpfel mitmachen kann. Ich glaube, an die Diamanten da oben... In der Decke komme ich nicht, deswegen konzentriere ich mich jetzt hier erstmal auf den Boden. Holy. Ja, also ich... Was mache ich denn aus meinen Diamanten? Baue ich mir da eine Rüstung oder... Ich glaube, man kann diese Enchantment Tables bauen, soweit ich das mitgekriegt habe. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht. Den Redstone werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Da bin ich aber... Ich glaube, wenn ich fertig bin mit... Mit der Höhle hier, dann gibt's erstmal schöne 5 Stunden Google-Suche. Was mache ich denn aus meinen Diamanten? Was kann man mit Redstone eigentlich so tun? Weil, keine Ahnung. Und wie dekoriere ich mir mein Haus? Machen wir das Baumhaus oder gehen wir jetzt für die Alternative und das Kristallhaus? Okay. Ich baue hier gleich. Ich komme aus Versehen ins Menü. So, Moment. Einen Momentchen bitte. Wir bauen uns jetzt hier erstmal hoch, ja? Wir wollen nämlich an die Diamanten da oben. Da komme ich noch nicht ran. Ich glaube, ich muss ein bisschen höher. Man kommt hier halbwegs hoch. So. Da komme ich, glaube ich, nicht hin. Für das Gold muss ich mich also nochmal neu hochbauen. Aber ich glaube, da... Kann ich einfach klettern? Nein, das kann ich nicht. Naja, wer muss schon klettern? Niemand. Also... Wir haben jetzt einen Haufen Ressourcen, ja? Also, da sollten wir uns einfach nicht kleinlich anstellen. Ich bin wirklich hyped. Aber das ist super cool, weil dann kann ich vielleicht Tops und Flo ein paar Diamanten reinlegen, so eine kleine Kiste bauen und, ne? Mich bedanken für die Geschenke von denen, auch wenn sie mir jetzt nicht unbedingt viel gebracht haben. Aber es ist der Wille, der zählt. Und... Ja, ich meine, ihr wisst schon. Einfach eine nette Geste machen. Ich glaube, es gibt sogar eine Quest... Mache deinen Mitspielern ein Geschenk? Ich glaube, da was gelesen zu haben. Ich könnte mich auch irren. Es kann auch sein, stelle deinen Mitspielern eine Falle. Ich glaube, eine Quest war auch, nimm gemeinsam mit jemand anderem eine Folge auf. Da bin ich dran. Das machen wir auf jeden Fall. Ich habe leider noch niemandem eine Falle gestellt, aber ich überlege, ob ich vielleicht dem lieben Flo eine kleine Falle stellen kann. Der ist immer so, ja, geht nicht in mein Haus, macht nichts kaputt. Ich will nichts kaputt machen, okay? Ich sag nicht, wir bauen jetzt hier die TNT-Bombe, Kanone oder was auch immer des Grauens. Und, ich meine, würde ich gerne die TNT-Kanone bauen und sein Haus und Topses Haus dem Erdboden gleich machen? Klar. Mache ich das? Nein. Das heißt, wir müssen vielleicht einen anderen Weg finden. Vielleicht, ich weiß nicht, es gibt ja so einfache Fallen. Sowas wie, du kommst da hin und, oh mein Gott, was ist das? Es ist so eine Art Kampf rum. Er scheint friedlich zu sein, also er greift mich jetzt nicht an. Was ist denn das für ein Vieh? Was bist du? Was? Okay. Folgender Plan. Ich möchte hier nicht sterben. Ich habe wirklich viel Loot. Okay? Ich mache das wie mit dem anderen Monster, ja?
was ich bekämpft habe. Ich gehe auf so eine Art Plattform. Und dann stelle ich mich von oben hin und bekämpfe das von oben, ja? Das hat letztes Mal gut funktioniert, das funktioniert bestimmt auch. Und ich bin ein bisschen... Also, klar, noch greift er mich an, aber der andere hat mich auch nicht angegriffen. Jetzt soll ich die Pickaxe nicht unbedingt nehmen. Der andere hat mich auch nicht angegriffen. Okay. So! Okay, jetzt greift er mich. Jetzt ist er wütend. Okay, das fand der nicht lustig. Der war so eine Art, also der war so ein bisschen festgebaut. Gut, dass ich mir den Käfig hier gebaut habe. Ich bin ein intelligentes Kerlchen. So, Erstmal kurz einen Snack nehmen. Der macht Schaden. Was ist das für ein Monster? Man hat jetzt leider keinen Namen sehen können. Ich könnte einfach fliehen. Oder ich bekämpfe das Vieh. Ich habe noch ein bisschen Kram, den ich nicht gelootet habe. Das heißt, wahrscheinlich bekämpfen wir das Vieh einfach. Ja, genau. Genau. Das muss halt dran stehen, sonst geht das nicht. Das heißt, man muss es quasi vorlocken, damit man dann wieder draufzwiebeln kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, der nimmt Pfeilschaden? Okay, das freut mich. Ich habe es ehrlich gesagt nur gedacht, dass es ist wie bei dem anderen, aber ich wollte es trotzdem probiert haben. Aber das ist, das erleichtert uns den Prozess. Seht ihr, wie viel Damage ich dem machen muss, dass der hier langsam stirbt? Jetzt fängt er an, grün zu leuchten. Was? Wieso? Okay, da haben wir ihn. Da haben wir ihn erlegt. Wie gar wahre Meister. Ich bin ja so... Warte, da unten war noch was, oder? Was ist denn das? Hier irgendwas. Da ist irgendwas. Ist das nur die Fackel? Irgendwas? Ich glaube, das ist nur die Fackel. Hier. Oh! Der gibt uns Wasseratmung? Oh mein Gott, das ist ja cool. Wir können unter Wasser atmen mit dem Fisch. What? Nein, das ist so cool. Dann werde ich... Oh, dann können wir... Ich weiß nicht. Wenn das hier die ganz normalen Sachen sind, die in 1.13 auch sind, /1.14, dann können wir richtig cool suchen nach einem Schiff, Schatzkarte, weiß ich nicht. Und dann können wir da noch mehr Kram holen. Ich sag euch, die anderen haben vielleicht die schönsten Häuser, aber wir sind am besten ausgestattet, okay? Wir sind wahre Minecraft-Spieler. Da kann ich mitarbeiten. Weil jetzt sind wir halbwegs weit nach oben gekommen. Ich glaube, was ist denn da? Die kommen mal aus dem Nix. Der, guck mal, der. So. Der steht in der Luft. Du stehst in der Luft. Du stehst in der Luft, mein Freund. Ich muss aufhören, die ganze Zeit meine Hand von der Tastatur wegzunehmen. Das ist idiotisch. Der stand in der Luft. Okay? Warte, hier ist noch... Was? Seht ihr das? Der zwirbelt sich hier durch die Gegend wie so eine Ballerina. Ich meine, klar, der steht technisch gesehen auf dem Wasser, aber... Stopp! Nein! Stopp! Hör auch auf! Was ist denn das überhaupt? Also... Hä? Was willst du darstellen? Ist das... Ey! Okay, wir sind im direkten Kampf. Jetzt können wir uns auch nicht durchschummeln. Wir müssen einfach... Wir müssen aufs Beste hoffen. Okay? Ich schlage jetzt einfach... Was bei diesem Schwert auf Cooldown ist. Leider kann man wohl das Loot, was man erlootet, nicht werten als die Quests. Weil das halt Kram ist, den wir uns nicht gecraftet haben, sondern den wir halt... gefunden haben. Okay, jetzt habe ich zwei von diesen Viechern getötet. Es muss doch irgendwas wert gewesen sein. Okay. Deswegen hasse ich es, aus Höhlen rausgehen zu müssen. Weil immer irgendwelche Skelette / Zombies dich töten wollen. Oder beides. Und dann kommst du halt nicht... Oh, wir haben so eine Art Lolli-Ding gekriegt. Dann kommst du halt nicht hoch, weil die dich einfach abschießen. Hier sind drei Zombies und ein Skelett. Ich meine, was? Vier Zombies und ein Skelett?
Stopp! Immerhin haben wir noch Essen. Und die machen uns nicht so viel Schaden. Wir haben ja auch Rüstung mittlerweile. Also es ist alles. Alles eigentlich halbwegs easy. Stell dir mal vor, ich habe, wenn ich Survival nicht gemacht hätte und nicht die ganzen Schockmomente durchlebt hätte, dann wäre ich hier wahrscheinlich gestorben in dieser Höhle. Einfach nicht. Also, mein Minecraft-Charakter schon, aber nein, auch ich als Person, einfach vor Angst und vor Panik. Ich kann nichts mehr aufnehmen, mein Inventar ist voll, glaube ich. Weil da noch ein bisschen Krams liegt, aber da müssen wir jetzt halt einfach Abstriche machen, weil da ein Creeper ist. Und wir wollen nicht in die Luft fliegen, okay? Hier. Wir packen noch ein bisschen Stuff in die Schalkerbox. Kommt nicht ungelegen. So, Creeper. Mein kleiner Freund, sammeln wir hier erstmal. Guck mal, jetzt ist er weg. Wo ist er hin? Hat er sich weggeportet? Oh, jetzt ist er wieder da. Okay, ich. Der ist hinter die Ecke. Ich hab ihn gesehen. Er hat sich hinter die Ecke geportet, ja? Oder nicht geportet, er ist einfach hinter die Ecke gelaufen. So, wir versuchen es nicht nochmal mit dem Wasserfall. Wir gehen jetzt einfach hier den guten alten Cobblestone-Turm-Weg auf nach oben. Und, ja. Ich meine, gibt Schlimmeres, ne? Gibt Schlimmeres. Komme ich jetzt hier hoch? Komme ich jetzt hier raus? Kann ich hier die eigenen Materialien nutzen? Gucke ich mir den Teil der Höhle noch an? Ich meine, da oben ist der Ausgang gewesen. Ja, das ist doch schön. Seht ihr das? Und schon sind wir out. Da ist mein Haus. Also, kein Witz, ich habe die Mine vorher nicht bemerkt. Dass die direkt vor meinem Haus ist, ist ein verrückt guter Zufall. Und ich bin echt hyped. nice. Aber wir können richtig hübschen Kram machen. Also, wirklich hübschen Kram. Das sieht sinnvoll aus. Irgend so eine Art von Shield zu haben, weil wir echt viel kämpfen. Und vielleicht machen wir das sogar aus Diamant. Wisst ihr was? Warum nicht? Weil wir wirklich viel kämpfen und dann müssten wir nicht die ganze Zeit Kartoffeln futtern wie so ein wie so ein Wahnsinniger, weil wir einfach sagen können, ey, wir haben Shield. Du kannst mir gar nichts. Denke ich jetzt mal. Wäre wahrscheinlich nicht so doof. So, jetzt machen wir hier erstmal dieses Basisschild, ja? Und dann machen wir da ein bisschen Eisen drum. Diamanten sind halt gerade nicht da. Ich weiß nicht mehr genau, wie man das Eisen drum rum macht. Oh. Vier. So, wir machen das Eisen so drum rum. Und dann haben wir das Schild. Warte. Oh, das hier, okay. Das ist nur manchmal ein bisschen langsam. Das heißt, wir bauen uns jetzt einfach den Rest auch. Dann wissen wir wenigstens, dass das funktioniert. Und dann können wir hier unseren ganzen Kram aufbauen und haben dann halt... Ihr wisst schon. Ja, ich wollte es gerade zusammenbauen, aber das eine ist ja noch voll. Also wäre es Quatsch gewesen. Das. Naja, aber ich glaube, das war's dann auch für diese Folge. Nächste Folge bauen wir, schätze ich mal. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut unbedingt bei Tops und Flo vorbei und schaut euch die Ehren-Phoenix-Folgen an. Und ansonsten könnt ihr hier oben, der Seite, die letzte Phoenix-Folge von mir schauen. Dann macht's gut!